Turbo-Freunde! Seid ihr bereit, Hallo. Richtig Turbo zu machen? Alter, das Ding sieht vorne aus wie so eine Nase, hast du gesehen? Alter, und so ein Nasenloch. Hast du so richtig das Feuer in diesem Auspuff. Alter, was sind das für dicke Rims? Junge, ja, Mann, wir haben so doppelte Reifen. Leute, das ist das schnellste Fahrzeug in GTA. Das ist unglaublich, wie schnell man damit fahren kann. Oh mein... Ja, Mann, genau das ist es. Du musst aufpassen, das Ding hat voll geil. Tempo. Wow, das geht richtig ab, Mann. Kurz gedreht. Das ist so eine Art Batmobil, ne? Ja, es ist wirklich wie so eine Art Batmobil. Eigentlich muss man es in schwarz fahren. Das Batmobil. Aua. Oh, lol. Alter, das hat auch vorne, hat das einfach so ein Loch drin, gell? So, da kommt, ja, das sieht aus wie so ein Nasenloch. Oh, Junge. Oh, ich muss halt wirklich aufpassen, dass du nicht zu... Aber das ist so ungelenkig. Ja, es ist echt ungelenkig, aber es fährt gut vorwärts. Es fährt gut vorwärts. Ich bin schon diese Treppe hier hochgefahren. Eieiei! So lächeln. Ist echt wie ein Pfeil, dieses Auto. Also ich fahre wirklich gerade wie im Sorfe. Oh, wow. Okay. Hier muss man so ein bisschen diesen Parcours wieder machen, wo so die Ecken abgetrennt sind. Weißt du? Weißt du, mein Freund? Das haben wir schon öfters mal gespielt. Ich würde auch sagen, Lars, wir sind inzwischen besser geworden. Ich fliege einfach fast bis zum anderen Ende. Ich glaube, das ist sogar möglich, gell? Wie jetzt zum anderen Ende zu fliegen? Achso, ich glaube, du kannst wirklich. Aber ich glaube nicht, dass der Mapmacher so doof war, das so nee, zu bringen. Nee. Also ich glaube, du kannst halt fliegen. Oh, ich bin so dumm. Ich glaube, du kannst schon fliegen, aber du brauchst ja sowieso jeden Checkpoint dazwischen, weißt du? Alter, oh mein Gott, hast du das gesehen? Aber hast du den anderen Checkpoint mitgenommen? Nee, den habe ich nicht. Achso, weil dort, wo du jetzt gerade hingeflogen bist, da ist nämlich ein Checkpoint, der zweite sozusagen. Oha, vielleicht schaffe ich das sogar. Warte mal, chill mal. Oh Mann, ich habe das gerade viel besser gemacht. Wann kommt eigentlich das T-Shirt? Leute, wollt ihr ein T-Shirt haben? Wie schreibt man? Leute, falls ihr wisst, wie man schreibt, dann schreibt es uns gerne in die Kommentare. Alter, Lars. Ey, Mann, ich versuch's gerade, aber ich glaube, ich mach das nicht. Du machst ja alles, aber nichts richtig, Mann. Und ich aber auch nicht. Ich schaff hier nicht mal diese Straße. Das ist auch echt schwer, das Auto zu fahren. Ja, gell, es hat seine Vor- und Nachteile, würde ich mal sagen. So. You got a checkpointy. My name is Checkpoint. Hallo, ist das ein Checkpoint? Yes. Lüge, das gibt eine Rüge. Ein Blumenstrauß. Lüge, das gibt einen Döner. Döner. Wir haben heute noch nicht so viel über Döner gesprochen, Lars. Die Leute wollen mehr Döner-Content. Okay, dann erzähl mal, wie machst du deinen Döner? Boah, ich glaube, ich esse sogar heute Döner. Hast du schon mal einen Döner selber zu Hause gemacht? Nee, tatsächlich nicht, Mann. Ich einmal und es war einmal richtig schlecht, ja. Ich schwöre es dir. Ah, doch, habe ich schon gemacht. Hast du das so mit Gyrosfleisch gemacht? Ja, genau. So habe ich das auch gemacht. Es geht gar nicht, Alter. Schmeckt halt einfach nicht nach Döner dann. Oh, was? Das ist dann eine Maultasche. Da sind ein... Wow, Alter, bin ich gerade voll dagegen gefahren. Ja, genau, so ein Maultaschendöner. Aber hier, der hat auch schon wieder sich richtig... Die haben sich auch schon wieder richtig viel rausgenommen hier mit den Checkpoints, ne? Weißt du, ich meine? Warte mal. Die haben sich schon wieder gedacht so, oh ja, komm, wie kann man die Leute richtig nerven? Dann machen wir einfach mal Checkpoint wo ganz anders hin. Bisschen mehr anders Checkpoints. Da. Übrigens, wusstest du, Lars, dass wenn du R drückst, dann bist du im Konzentrationsmodus. So, wenn du ganz normal fährst, dann bist du normal. Aber wenn du R drückst, guck mal, so normal und dann so Konzentrationsmodus. Voll komisch, warum gibt's diesen Modus überhaupt? Weißt du, was wir machen? Wir fliegen oder wir fahren gerade einfach in der Luft auf irgendwelchen komischen Gegenständen. Wir fahren in der Luft mit einem Raketenauto, was so auch nicht existiert, ja. Genau, Lars, das wollte ich auch sagen. Nice, Roman. Roman Romanski. Komm schon, Champion. Komm schon. Komm schon, Champ. Oh, nice, ich hab mich komplett auf... Champion. Ich hab mich komplett gedreht. Champion. Wie soll ich mich denn da jetzt richtig aufrichten? Ey, es ist so crazy, wenn man sich selbst hört bei den Aufnahmen. Alter, Lars, ich schwör's dir, das wird so schwer. Lass mal schummeln. Alter, was ist das? Du musst ja da oben an der Kante. Ja, deswegen sag ich ja, schummeln. Das ist hier. Das hat hier keine Zukunft, Mann. Leute, schreibt uns das mal bitte in die Kommentare, wie man das schreibt. Da machen wir einfach ein T-Shirt draus. Was hast denn du da an? Das ist das offizielle T-Shirt. Das T-Shirt gibt's dann auch.
Und dann gibt's auch noch das. T-Shirt. Und das gibt's dann auch. Einfach so aus allem ein T-Shirt, Alter. Wir machen einfach aus allem ein T-Shirt. Leute, ihr könnt von jedem Wort, was wir jemals gesprochen haben, ein T-Shirt kaufen. Boah, was meinst du, wie viele T-Shirts gibt's denn da? Das ist so eine riesen Halle einfach, gell, mit T-Shirts. Das ist ja echt eine riesen Halle. Eine Halle voller T-Shirts. Wow, eine Halle. Wow, ich liebe Hallen. Boah, Mann! Das ist mir gerade einfach so rausgeflutscht. Danke. Oh. Nein, nein. Ja. Alter, du hast mich mit deinem Boost auch runtergeschubst. Ja, aber du warst doch sowieso schon auf dem Kopf, Mann. So, als ob das irgendwas bringt. Ja, ja. Ich könnte probieren, so zu drehen, mich fallen zu lassen und dann dahin zu boosten. Ach so. Ja, gut. Das wäre so ein... Das wäre so der OG-Move. Wenn du das jetzt machst, kann ich dir bitte zusehen? Mach mal. Ich lasse mich so ganz langsam seitlich dann... Weil wenn ich jetzt Boost gebe, fahre ich in so Stangen rein. Junge, das wäre so krank, wenn ich jetzt den Checkpoint so kriegen würde. Das wird ins Beste aufkommen, Mann. Das wird ins Beste aufkommen. So, jetzt drehe ich, falsche Richtung. Ja, ja, ich sehe es, Moment, ich hab's gleich. Pass auf, wie ich jetzt diesen Checkpoint hier hole. Okay. Yo, ganz knapp. Ich hab ihn. Doch, ich hab den Checkpoint. Wie jetzt, im Ernst? Ja, Mann, ich hab ihn, ich hab Alter, ihn. Lars, du bist so ein OG, Mann. Oh mein Gott, ich hab ihn. Bist du dann einfach da durchgeflogen gerade? Ich bin einfach da durchgeflogen gerade. Oh mein Gott, es war so knapp. Es war so knapp, Digga. Mann! Oh mein Gott. Aber das kannst du eigentlich auch schaffen. Das geht eigentlich auch. Wie hast du das denn gerade gemacht? Ich bin als Dings, als ich da bei dem zweiten war, hab ich Aua, jetzt hab ich mir selbst ins Gesicht gehauen. So gut bin ich. Und dann hab ich so seitlich... Habe ich Angst gekriegt, wollte rüber und dann bin ich einfach, als er gerade am Kippen war, habe ich einen Boost gegeben und bin nach da oben geflogen. Okay, das heißt, du hast einfach einen Panikboost gemacht, aber dann bist du halt so komischerweise auf diesem Ding da gelandet, so, was ja schon ein bisschen lucky war. Einfach hier nochmal drauf und dann das Ding nehmen. Yeah! Okay, Lars, ich hab's. Okay. Ich hab es! Okay, jetzt diese bei diesen orangenen Dingen. Ich hab's sogar legal gemacht. Alter, die orangenen Dinger sind ja voll angenehm im Gegensatz zu dem anderen, was ich gerade gemacht habe, Mann. Das ist ja viel besser. Oh, du bist schon viel Spaß bei diesem Tornado, Alter. Der wird richtig interessant. Den Tornado? Ja. Alter, ich bin einfach gerade zu dir gejumpt, ohne die anderen Dinger zu machen. Ja, ja, das habe ich auch gemacht. Wenn also das zu hart... Du einfach rein. Ja, aber du musst relativ langsam reinfahren, damit du hier nicht oben drüber rausfliegst. Und dann musst du so leicht nach oben, leicht nach oben, leicht nach oben, leicht. Und dann fliegst du einfach nach oben. Okay. Kannst vergessen, Mann. Das ist wirklich so ich schwer. Ich hab First Try geschafft, Lars. Ich hab's gerade First Try geschafft. Was? Aber wie hast du das denn seitlich geschafft, nach oben zu fahren? Weiß ich nicht. Ich bin hochgefahren, dann bin ich unten geblieben. Dann habe ich so den Turbo-Boost gegeben. Ich bin sogar mit Turbo hochgefahren, Mann. Das mit Turbo. Ich bin mit Turbo hochgefahren. Oh Gott. Ah, das war der Trick. Ach so, und dann fällt das Ding, dann hat es mehr, Aufliegefläche. Ah. Ciao. Ciao, Mann. Ey, glaubst du, man kann da einfach so rüber? Ich glaube schon. Ich glaube, ich mache das jetzt auch. Es hat funktioniert. Du kannst einfach das ganze Ding skippen und einfach den Checkpoint nehmen. Es funktioniert, Mann. Ich habe das ganze Parcours-Ding jetzt geskippt. Oh mein Gott, wie geil. Wie hast du es gemacht? Wie bist du da rüber? Bist du erst runtergefallen und dann du fällst runter, packst die Schnauze vom Auto nach oben und dann machst du Boost. Ja, genau. Hast du's? Nein, nein. Ich so musst du es machen, aber. Ah, okay, ja gut. So, ja, so hat jetzt jeder seinen Skip gehabt. Ja, jetzt hat jeder echt seinen Skip gemacht. Oh mein Gott, diese Karte. Oh, jetzt gibt's hier einen richtigen Turbo. Schönes Ding. Schönes Ding. Rinder. Ah, die Dinger platzen doch hier auf oder so, ne? Alter, Lars. Ja. That's it, Mann. Das war die Karte. Ich schwör's dir, das ist das Ziel. Ich schwör's dir. Ah nein, ich bin neben dem Ziel gelandet. Nein, ich ertrinke. Schnell ich hab's raus. Nicht mal geschafft, geradeaus zu fahren, ich Fischkopf, ey. Falsche Richtung. Nein, ich muss ins Ziel. Nein, ich bin gestorben. Da ist das Ziel, Lars, das ist schon da.
Oh mein Gott, nein, ich war so gut, ich bin so dumm und ich bin einfach nicht richtig gefahren, weil ich gedacht habe, du hast es schon geschafft. Wir haben so eine Legende gemacht. Jetzt kann ich einfach mal ein bisschen dumm fahren. Och nee, jetzt verliere ich das Spiel. Oh, ich muss unbedingt dieses Ziel jetzt hier holen. So, einmal hier, einmal kurz das Ding hier droppen. So, drop it like it's hot. So, oh nein. Ich bin jetzt so nervös. Oh nein, ich bin zu dumm. Ich bin zu dumm. Oh nein, ich lande am Strand. Ich muss jetzt zum Ziel fahren. Okay, ich schaff das. Wo ist das Ziel? Das ist da hinten. Nein, ich bin in der Stadt. So, ich mach so. Dann schaff ich's. Oh ey, was ist das? Wo ist das Ziel? Ich muss in der Stadt da reinkommen. Ich glaube, das ist hier hinten. Na, doch nicht. Zurück. Ah, nein, schnell. Fliegst du schon runter? Ja, aber ich bin irgendwie in einem Wasser gelandet. Ja, ich bin da auch mal gelandet. So, das ist da hinten das Ziel. Nein, das Wasser ist... Das Ziel ist direkt neben mir gewesen. Das ist mir auch passiert, deswegen fahre ich jetzt einfach so dahin. Das Ziel war direkt neben mir. Oh nein. Oh mein Gott, ich schaff das nicht. Ich bin stecken geblieben in der Hecke. Oh nein, Lars, du darfst das Ding nicht gewinnen. Nein, ich habe einen Fehler gemacht. Nein. Okay, egal. Ich mach das jetzt so. Ich flieg da jetzt einfach so hin. Okay. Jetzt bin ich da. Jetzt muss ich da nur noch nicht hin. Ich schaff's. Ja, ich bin da. Ja. Ich bin angekommen. Oh mein Gott, ich hab so einen kleinen Trick gemacht. Oh, dieses Auto ist ja mega nice. Man kann damit so viel skippen, Mann. Das ist richtig cool. Lars, dieser eine Skip, den du gemacht hast, der war auch krass. Und ich habe einfach auch geskippt. Oh, crazy. Das war's mal wieder. Und da fliegt er wie ein Vogel. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Ciao. Oh, landest du noch? Nee. Doch, ich krieg das jetzt. Vorbei.